So, das war ich aber nicht jetzt. So, das Feuer ist auf mysteriöse Art und Weise auch wieder weg. So, dann gehen wir hier vielleicht nochmal rein und machen vorher vielleicht nochmal den hier. So. Gemahlener Kaffee, alles klar. So. So, hier mal rein bitte. So, was haben wir hier? So. Ich nehme alles mit. Da ist nichts mehr. Hier geht's, glaube ich, raus. Oh, warte. Kann ich den Kamin vielleicht untersuchen? Nein. Okay. Nein, X war das, nicht Y. So. Was stand da gerade? Waffenöl. Ach so, okay. Alles klar. Okay, hier können wir noch was nehmen. Gut, mehr können wir aber auch nicht nehmen, leider. Hier steht was im Weg. Alles klar. Gut. Dann gehen wir auch wieder. Hat er noch was? Ja, ein bisschen. Der hier. Oh, der hatte noch was. Und der hatte auch noch ein bisschen was. Okay. Würde ich sagen, geht's wieder zurück. So. Einmal bitte die Karte. Hier geht's hin. Da. So. Okay. So. Komm hier, nicht so langsam. Wollen wir schließlich ein bisschen Fortschritt machen. So. Theoretisch. Geht, glaube ich. Macht jetzt automatisch, ne? Okay, cool. Ich glaube, der reitet jetzt automatisch zum Wegpunkt hin. Ist auch nicht schlecht. Ne, die kann ich nicht verändern. Schade. Ach, die macht's automatisch, alles klar. Aber das ist echt nicht schlecht, ne? Ich bin gespannt, wenn wir jetzt in gewisse unschöne Situationen kommen. Ob da muss ich mit Sicherheit wieder übernehmen, ne? So. Also solche Kamerafahrten, die finde ich dann halt richtig cool. Dann auch noch im gleichen Tempo, wie wir normalerweise mal reiten, das finde ich voll cool gemacht. Ich glaube, das machen wir jetzt mal ein bisschen öfter. Haben wir zwar nicht die volle Bildschirmgröße, haben wir eher was mit Kino. So. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, sind wir eben auch lang? Das sieht nämlich nicht danach aus, wo wir hinwollen. So, vom Gefühl her. Hä, was war das denn? Okay.
kurz auf die Karte gucken. Doch, wir sind auf dem richtigen Weg, okay. Dann werde ich mal bis zum Schluss einfach durchlaufen lassen, so. Weil das ist eigentlich genau das Gleiche. Nur, dass ich jetzt nicht steuere, sondern das Spiel. Und das auch im gleichen Tempo mit schönen Kamerafahrten, aber es ist halt 17:9, so habe ich das Gefühl wie im Kino und nicht 16:9. Das ergibt keinen Sinn, was ich gerade sage. Ich merke es selber. Gut. Guten Tag. Ist das da nicht sogar die Poststation? Nee, wir sind ja noch... Nee, naja, alles gut. Wir sind ja zu weit im Norden, um das zu machen. Okay. Wo ist das? Hier müsste doch eigentlich die... Oder? Kommt die noch? Oh, sind wir gerade vorbei? Ich meine die Poststelle bei dem Bahnhof. Ich weiß nicht, ob genau das da ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch da. Habe ich so das Gefühl. Ich hoffe, wir überholen jetzt. Okay. Hallo? Wieso überholt denn? Überhöhlt der nicht? Wieso überhöhlt der nicht? Hm. Ich frage am besten gar nicht. Aber ich habe irgendwie Angst, dass wir in eine falsche Richtung unterwegs sind. Aber wie man sieht, sind wir es nicht. Deswegen schätze ich mal, ist das schon gut so. Ich glaube, hier vorne geradeaus durch wäre das Lager dann, glaube ich. Ich weiß nur nicht genau, ob das auch so ist. Müssen wir mal schauen. Aber es sieht mir sehr bekannt aus. Es kommt mir sehr bekannt vor, wollte ich sagen. Entschuldigung. Ja, doch. Gut. Dann sind wir doch auch schon da. Sehr gut. So. Gut, da sind wir. So. Einmal den hier. So, da sind wir. Hier vorne ist noch irgendwas. Wir können ja mal ganz kurz schauen. Obwohl, nee, wir gehen jetzt erstmal zu dem gelben Dings da hinten hin. Hey, Arthur. Was denn? Ich kann nicht schneller, das ist doof. So. Was ist denn? You never got a set oil wagon, did you? I'm sorry. I clean forgot. Well, don't worry. It's taken care of. Otherwise, we'd miss that train. Thank you. You're still interested in the job, ain't you? Yes, but, I think we'll need another man. I like Charles Smith for this kind of thing. I'll get him. You meet us at the wagon when you can. There's an old burnout shack up near the border north of a place called Dewberry Creek. We stashed it there. Thank you. See, Arthur, even you make mistakes sometimes. Sometimes. Okay. So, hier vorne müssen wir direkt hin. Ist sonst noch irgendwo was? Hier ist noch was. Okay, was ist das hier eigentlich?
Ach, ein Stall, ja gut. Gut, das war dieses Kopfgeld, ne? Ja, okay. Gut, dann gehen wir da vorne mal hin. So. Das sah interessant aus gerade. Ich weiß nicht genau warum, ich sage es nur. So, dann gehen wir mal zu ihm hin. Ich glaube, das ist der da vorne. Die? Hi Arthur. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Okay. Begib dich zu Jack. Jack Sparrow, würde ich sagen, ne? So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo der ist, aber ich glaube, der ist hier im Lager, oder? Das sieht mir nämlich ein bisschen weiter weg aus. Doch, hier vorne, okay. So. Ah, da vorne, ich sehe ihn schon. Hoffentlich, wie viel er nicht so was Langweiliges machen. Das nervt. So. What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You wanna come fishing with me? Oh Gott. Fishing? Sure. You're. It's about time that you started earning your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Haben wir denn eine? Kann ja mal fragen. I'll mount up and lift you on when you're ready. Girl. Ah, okay. So. Alright, hold on tight. Ich glaube, ich muss die eine Route, die von uns ist, mal wegmachen. Oh fuck. Where are we so. Going? Warte, ich muss mal ganz kurz auf der Karte. So. Und so. Alles klar. Oh, okay. You feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Though your mama might disagree. Hm? Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well, we'll see. Got fish to catch first. Look, rabbits are out. Okay. About as any. So, können wir auch mal absteigen? Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the shore. Come on, follow me. So. Just by the water there? You mean? Halte linken Bumper gedrückt und drücke rechten Bumper, das Objekt dann auszurufen. So. Was ist das denn hier? So. Where's your pole, Uncle Arthur? First, we need some bait. Mhm. I'm gonna use some cheese. Cheese? Käse? Bellier the better. Habe ich mich ehrlich gesagt auch gewundert. Cast your line. Swing the rod back over your
and bring it forward in a smooth motion. Use your wrist, not your elbow. Like that? That's it, good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, schade. That's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. This is a great fishing spot. Don't jinx it, kid. See him fighting there, Jack? That's when you gotta be careful. You'll break the line. Best to wear him out first before you try to reel him in. Well, seems like he's taking a rest now. I'm gonna try reeling him in nice and steady. Yeah. Da ist er. Look, Jack. It's a rock bass. Yeah, it's almost as small as you. We should really throw these smaller ones back. Give them a chance to grow up a bit. Can I take a break from fishing? I want to make something. Okay. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Mm-hmm. Dann stehen wir jetzt hier wie die arme Sau alleine. Auch toll. Na komm. Oh. Ich habe einen. So. Fuck. Dieses Drehen ist irgendwie bescheuert. So. This is clearly the spot for rock bass. So. He sure is boring, Uncle Arthur. I know. Boring as hell. But then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit, wait, try not to worry. It's good for you. Muss ich auch noch weitermachen, Alter. Mann, das ist nervig. Is it good for you? I guess. So, Hey, look at this. Oh. And what? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan, Vander Lyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case, orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. You know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. It's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vander Lyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard... guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vander Lyn, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent, Milton. You see... I haven't done anything wrong.
aside from not play the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, do you? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Who are they? No one to worry about, no one at all. Come on, let's pick up your things and get home. It's getting late, Jack. Your mother would be worried. Let's head back. Can we go now, please? Ja, können wir. Come on, girl. So. Ach, der macht er von alleine. Das ist schön. Mach ich schon mal ganz kurz. Eine Route zum Dingens hier hin. Wo ist denn das? Hier, mit Sicherheit, ne? Ich warte lieber noch. So. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because, well, because those are disagreeable men. And I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is.